Hallo und willkommen zurück zu Miss Survival mit mir, Selina. Jo, und ja, wir haben jetzt unser kleines Häuschen fertig. Das heißt, wir machen uns jetzt an das große Häuschen. So, was haben wir hier? Weil Trinken haben wir, ne? Da brauchen wir die normalen Sticks. Stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, wir hatten das genau, wir hatten es zusammen. Sehr schön, sehr schön. Weil dann können wir das noch gleich in unserem Haus oben umwandeln. Moment. So, wir können. Oh, wir können dann vorne. Oh, wir haben Hunger. Moment. Wir brechen das ab. Weil. Wird schon wieder neblig. Was? Oder. Ja, oder ist es halt dieses normale Nebel, ne? Also es gibt ja dieses Nebelnebel und das. Normale Nebel. Komisch. Okay, gut. Dann lassen wir das jetzt wieder so durchlaufen. Und fahren jetzt mit dem Auto hinter. Salz wollte ich noch mitnehmen. Weil wir haben jetzt ein paar Seile. Hinten würde ich tatsächlich Fleisch aufhängen. Hier vorne würde ich tatsächlich nur Fisch aufhängen. Oh, das wird so geil. Das wird so schön aussehen, wenn wir dann unsere Angelhütte, so davor, dann die ganzen Fische hängen haben. Oh, das wird schön. Das machen wir. Ja, eine ärgerliche Sache gibt es auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich hatte ja mal einen Händler gefunden, der hat mir so einen komischen Fischkopf verkaufen wollen. Hätte ich den mal gekauft. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob ihr euch da noch daran erinnern könnt, aber das war tatsächlich der Fischkopf, den ich gebraucht hätte und könnte jetzt die Angel bauen. Also nicht Angel bauen, sondern ich könnte jetzt angeln. Hätte ich diesen Kopf. Naja, weil das ist der Köder. Und ich habe den Köder nicht. Ich habe alles andere habe ich, aber den Köder nicht. Und das ist, ne? Das habe ich doof gemacht. Naja. Okay, dann fahren wir mal vor. Weil es geht sowieso bald schlafen. Ja, ihr kennt es jetzt, ne? Abendbrot, den erstmal duschen, Zähne putzen. Das ist einfach ein schlechtes. Das ist einfach ein schlechter Scherz. Ohne Witz. Das ist einfach ein schlechter Scherz. Das akzeptiere ich so nicht. Nee. So, was ist da passiert? Wie kann das Auto einfach auf dieser ganz normalen Straße umfallen? Oh, er hat es weggemacht, dass man hochsteigen kann. Absicht? Ich glaube ja. Aber wie kann das passieren? Hätte ich vielleicht vorher speichern sollen. Nee. Das passiert auch nicht mehr so. Nee, Digga. Der hat die komplette Mechanik überarbeitet. Ist ärgerlich. Für mich. Gut, das heißt, es ist ja. Wieso? Unnötig. Unnötig. Sag so, wie es ist. Unnötig. Okay, wir haben oben noch Essen. Also statten wir jetzt noch ein zweites Auto aus, lassen wir das da einfach da so liegen. Mal gucken, was günstiger ist, okay? Oh Mann. So ärgerlich. Okay. Was wollte ich? Hier drinne gar nichts, glaube ich. Nee. Ich kann die Stücke gleich nochmal umwandeln. Und ja. Mal gucken, was unsere Liebe macht. Sie heißt ja jetzt einfach Liebes. So. Ja, hier kann man auch super ein Kart bauen. Ich würde halt nur gerne dieses Kart bauen, das alles tragen kann. Und dann kann ich zum Beispiel so einen Wolf dann reinlegen und in meine Höhle schleppen. Entschuldigung. Da ist das Salz. Und da ist das Essen. Ja, können wir gleich aus dem Schrank raus essen. Oh, schön gesättigt. So. Also ich wollte gucken, ob ich es hier reparieren kann. Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich es das hier reparieren kann. Ich glaube,
ich werde wohl oder übel das anders machen müssen. Aber dafür mache ich, stelle ich jetzt die Stöckchen her. Und ja, rein theoretisch könnte ich jetzt die trocken Dings bauen. Aber die habe ich. Genau, die Stöckchen habe ich jetzt gebraucht fürs Haus. Und dann wollte ich aber noch den Kart bauen. Und ich wollte hier diesen, der alles tragen kann. Den wollte ich. So, und der lässt sich irgendwie nicht drehen. Das ist super. Ach doch, natürlich lässt er sich drehen. Ah, wenn du es falsch machst, Selina, dann sieht es so aus, als könnte man sich nicht drehen. Aber du machst einfach falsch. So. Ja, das können wir alles verbauen. Die Bretter müssen wir, glaube ich, noch herstellen. Das Wasser habe ich natürlich auch. Das Wasser ist kein Problem mehr. Wasser ist kein Problem mehr, Leute. Das ist hier, ja, schluck den ganzen Kanister hinter, wie du möchtest. Okay. Ich bin jetzt gerade am Belegen. Ist da draußen jemand gelaufen? Ich glaube, ich habe was gehört. Ich habe Schritte gehört, Leute. Wir wissen ja, dass die hier immer mal vorbeikommen. Ich meine, die wohnen auch gar nicht so weit. Ich glaube, ich könnte sogar von oben mit einem Sniper rüberschießen. Das werden wir ausprobieren. Eigentlich ist es noch gar nicht so spät. Was brauche ich denn für... Da habe ich, glaube ich, auch nicht viel gebraucht, oder? Oh, da braucht... Das ist... Eieieiei, das ist schwer. Das ist so das Einzige, wo ich sage... Uiuiui. Oh Gott. Ja, das ist, glaube ich, sogar einfacher, ein Au neues Auto zusammenzubauen. Vor allem, weil ich so viele Sachen hier rumstehen habe. Aber ohne Witz, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, ob ihr findet, dass ich schuld daran war. Weil ich finde nicht, da war irgendwas auf dem Boden. Ich meine, obvious bin ich nicht die beste Autofahrerin. Ja? Also... Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Aber ich finde, daran war ich nicht schuld. Also ich finde schon, dass das so von alleine passiert ist. Dass ich es nicht mehr ändern kann. Doch, es geht noch. Aber es bewegt sich halt nicht mehr, ne? Ich glaube, er hat meine Videos gesehen. Ja, das wird sein. Das wird sein. Er hat es gesehen und hat gesagt, oh, wenn die Selina das macht, ne? Die anderen Leute, die werden das auch tun. So, daher, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ja, das wird's gewesen sein. Es ist mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, ob du jetzt hier noch bauen solltest. Oder ob du jetzt lieber schlafen gehst. Ich habe halt immer noch die Hoffnung. Okay, so kann man natürlich auch sterben. Ne? Also wenn man da Bock drauf hat, kann man das so machen. Ich habe hier halt kein Bett. Schlafen wir 12 Stunden durch. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir keine 12 Stunden durchschlafen. Ah, guten Morgen. Ich habe mich nicht erschrocken oder so. Nein. Hä? Nein. Überhaupt nicht. Wer das erzählt, ist lügt. So. Aber, solange wie wir Munition verschwenden, nein, solange wie wir das noch nicht fertig haben und wir noch nicht angeln können, bauen wir jetzt trotzdem mal erstmal das Trockengestell für. Oder brauchen wir auch wieder Stöckchen, ne? Haben wir hier noch andere Stöckchen rumliegen? Oh, die Dinger habe ich, ne? Ach, die anderen nicht. Er hat tatsächlich keine Stückchen mehr. Sehr gut. Sehr gut. Also ich glaube, ich werde den roten Truck noch fertig machen. Weil ich brauche ja jetzt einen Zweitwagen.
It is kind of funny. It is kind of sad. Oder? Das ist so wirklich, das ist so der Gedanke, der mir durch den Kopf geht, wenn ich das so sehe. Dann denke ich mir jedes Mal, irgendwie ist es witzig, aber auch traurig. Unglaublich traurig. Ist das die. Ja, das war der Motor. Wir haben alle nicht gesehen, aber das war der Motor. Oh Gott. Ich habe halt keinen Führer. Hier wäre auch noch eine Batterie gewesen. Wisst ihr? Damals, als ich die Batterie gesucht habe, gab es hier überall keine Batterie. Okay? Und jetzt, wo ich die nicht mehr suche, alles voll mit Batterien. Alles voll mit Batterien. Nausschuh. Schön, 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 schön. Nochmal Schuhe. Nochmal Verbände. Ich weiß, dass das alles Sachen sind, die ich brauche, ja? Also. Was zu essen, es ist wichtig. Was zu essen ist jetzt gerade wichtig. Ich meine, ja. Es sieht halt immer noch aus wie so ein Wurm. Also, mein Kopf weiß, dass das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, eine Zwiebel sein soll. Meine Augen sagen aber, das ist ein Wurm. Das ist eine Made. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist eine Made. Oh Mann. Ich sollte vielleicht die Waffe wegstecken. Ich habe so ein Talent für plötzlich auslösen. Jetzt haben wir auf jeden Fall was zu essen gehabt. Jetzt sind wir erstmal gesättigt. Wir sind sit, habe ich auch. Wisst ihr, ich lerne so viel durch euch, also durch eure Kommentare. Wie zum Beispiel das sit. Das habe ich auch aus den Kommentaren gelesen. Ohne euch wäre ich dumm. Ach, ein Seil. Ach, ein Seil. Ein Messer. Ja, gut. To be fair. Ein Seil brauche ich auch. Er könnte hier halt auch irgendwo nochmal eine Repair Bench hinstellen. Wisst ihr? Dass er sagt, hier kann auch eine Repair Bench hin. Wenn ich dann da dran vorbeilaufe, kann ich meine Sachen reparieren. Das Messer ist drüben, ne? Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Also ich werde ja jetzt sowieso erstmal hier bleiben. Was mit ihr ist, keine Ahnung. Da hatte ich hier das Messer. Nee. Ey, das Fleisch, ne? Das muss ich dann drüben schon mal schneiden. Deswegen muss ich jetzt erstmal ein paar Sachen hier reinlegen. Damit ich Platz habe. Um das Fleisch zu schneiden. So. Sprechen ist schwer. So. Ja, den Rest behalte ich mal, weil. Ja. Ich meine, ja, ich könnte jetzt erstmal losgehen und die ganzen Taschen zu Erweiterungen suchen. Beziehungsweise, ich weiß natürlich, wo die alle sind. Nee, also so ungefähr weiß ich es. Also ich weiß auf jeden Fall, bei der Kirche ist noch eins. Ich weiß im Klohäuschen, da bei dem einen Camp, das ich ewig nicht gefunden habe, da weiß ich auf jeden Fall, ist noch eins. Funktioniert der Filter eigentlich wieder? Boah, ist wieder bei 99. Easy. Easy. Kann ich ja gleich wieder hochgehen und weiter versuchen, die Türen aufzubauen. Ist es jetzt gerade Nebel geworden? Während ich. Nee. Nein, das ist nur Einbildung, oder? Ja. Ich glaube, das ist Einbildung. Ich kann nicht laufen, weil ich zu viel Gewicht habe. Ja, dann werde ich wohl den Motor auch nicht aufheben können. Warum musste ich auch den Reifen mitnehmen? Oh Gott. Furchtbar. Dann können wir das Ganze gleich hier einbauen. Da hinten. Nee, das gehört ja auch da rein. Alles gut. So. Das ist wieder. Das ist schon wieder. Ich gehe los mit einer Aufgabe. Und auf dem Weg merke ich, oh, es sind ja noch 150 offene Aufgaben zu tun. So. Mir wurde tatsächlich mal der Tipp gegeben, dass ich ein Skript schreiben soll. Also, dass ich mir vorher Gedanken machen soll.
was ich in dem Spiel mache und das dann auch gezielt machen. Würde euch das mal Spaß machen, wenn ich das so vorplane? Und damit meine ich halt wirklich vorplanen. Also es wird dann auch nicht abgewichen. Dass wir zwischendurch mal spontan irgendwie sagen, ja, dann machen wir das halt das. Also gut, ich muss dazu sagen, ich weiß auch gar nicht, ob ich das kann. Das ist die andere Sache. Bäm, ein Reifen. Jetzt schwebt das Ding. Sieht schön aus. Ja, er hat halt die ganze Gefahrmechanik verändert. Ich meine, notfalls klaue ich die anderen Reifen noch. Weil das andere Auto braucht die gerade nicht. Auto müde, Auto schläft. Ja. Ja, ist okay. Da vergisst man einmal die Atemmaske. Mein Gott. Corona ist vorbei. Nicht? Entschuldigung. Ha, ob das so klug war? Tipp? Nein, war's nicht. Aber ich habe irgendwie nicht nachgedacht. Ach komm. Es ist. Also jetzt ist es langsam lächerlich. Na gut, komm. Wir bauen erstmal. Wir machen erstmal das mit dem Fleisch. Bauen dann erstmal das andere Ding. Braucht man besser. Oh, die Maske. Ich mach nur Blödsinn. Ich mach nur Blödsinn. Ich wollte hier mal außen rum gucken. Ah, hier haben wir noch eine Seitentür. Ach so, da geht's auch noch mal raus. Da ist noch mal ein Reifen. Den können wir gleich noch mitnehmen. Ja, das sind halt so viele Kleinigkeiten, ne? Gut. Die vier Bretter sind jetzt auch gut investiert. Also, was habe ich gebraucht? Ein Messer. Hat ich das Messer oben? Das ist ja das, was ich meine. Dadurch, dass das jetzt alles so überall ist, ist übelst schwer durchzugucken. So, jetzt habe ich so einen riesen Umweg gemacht, um einfach ein Messer zu holen. Und sie steht da einfach. Bitte. Say something, I'm giving up on you. Steht sie da? Gut. Hi. Anything to fix? Ja, reparier mal. Drauf los. So. Es bewegt sich halt nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich sie eigentlich nicht geheilt habe. Aber ich bekomme ja gar nicht die Möglichkeit. Also ich kann sie ja nicht mehr behandeln. So, es tut mir leid, dass ich offline gegangen bin, bevor ich dich behandelt habe. Aber wisst ihr, was ich meine? Naja. Jetzt mal wieder den zweiten. Ich habe den zwei Reifen nicht mitgenommen. Egal. Ich bin gerade am Belegen, wo ich die Dinger herbekomme. Ob ich die irgendwo suchen. Ah, keine Ahnung. Ach ja. Irgendwie funktioniert alles nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. So. Das erste ist fertig. Da ist auch noch ein Stück Holzchen runtergefallen. Perfekt. Als nächstes stellen wir daraus Fleisch her. Ist besser als nix. Und ich finde es auch schön. Ups. Ich bin ganz nicht. Naja. Ich finde es auch schön, dass wir einfach fast verfaultes Fleisch nehmen, das konservieren und das ist einfach wieder 100% gut. Ich glaube, so funktioniert das auch im richtigen Leben. Oh mein Gott. So. Moment, Kollege. Wo bist du gelandet?
Das wäre jetzt so geil, wenn er hier neben meinem Auto wäre. Nee, pass auf. Ich laufe schnell rüber, hole meine wertvollsten Besitztümer und komme gleich wieder. Und wie, du hast den Köder nicht. So, ich brauche Fische. Ich muss mir hier einen Lebensunterhalt aufbauen, okay? Ich weiß, wo du bist. Bleib da. Bitte laufen Sie nicht weg. Bitte bleiben Sie ruhig. Weil ich habe ja nur die eine Möglichkeit, mit dem zu traden. Und ich habe ja die mit den Fangzähnen hergeworfen. Mit den Fangzähnen. Sind es Fangzähne? Mit den Mundtentakeln? Weiß ich nicht. Schatz, ich bin zu Hause. Schatz? Wieso stehst du einfach nur da und guckst in die Leere? Schatz? Okay. Wir lassen sie mal. Vielleicht hat sie ihre Tage. Oh Gott, ich bin so sexistisch. Darf ich das als Frau? Darf ich so als Frau reden? Ich habe frag für einen Freund. Nein, es ist ja nur Spaß. It is comedy. Was da? Satire darf alles. Alles. Okay. Jetzt haben wir so ein. Ich gucke nochmal, wie heißt das? Ah, es ist eine Klaue. Es ist eine Klaue. Natürlich. Tut mir leid. Oh, habe ich kein Wasser mehr zum Trinken? Das ist super. Habe ich wieder sehr gut mitgedacht. Habe ich wieder sehr gut mitgedacht. Gut, dass ich von da, wo das Wasser abkocht, weggelaufen bin, ohne mir Wasser mitzunehmen. Der, hä? 200 IQ. Ne? 200 IQ. Aber Einstein war ein Witz gegen mich. So ist das, Leute. So. Ich bekomme halt auch langsam Hunger. Ich weiß auch nicht, wie lange es dauert. Bis rein theoretisch das Essen getrocknet ist. Aber wir werden es jetzt rausfinden. Oh, ich sehe gerade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächste Folge gehen wir dann zum Händler. Der hier irgendwo gelandet ist. Da wir haben ja genug Stifte. Ich gucke gleich danach. Nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.